Hallo, so, es geht weiter mit einer Folge Bro-Kapitän. 10 Etappen bei der Tour gefahren. Ja, ich bin immer noch mit meinem Fahrer in den Top 10 dabei. Sieht immer noch super aus. Jetzt geht's dann weiter. In der Bergwertung sind wir erstmal noch weiter vorne. Mit den nächsten Etappen, wo Hi es guys, dann let's jetzt start the briefing for this bisschen day. The schwer final wird. ascent will suit the climbers, but it's still open and some. Aber nichts mit Kategorie 1, alles noch Kategorie 2 und 3. Also da wird jetzt noch nicht so viel passieren. Gegebenenfalls könnte man hier nochmal auf einen Etappensieg fahren. Bin mir nicht sicher, dass was wäre, wird. Form auf jeden Fall wieder sehr gut. Hello and welcome to all. The Könnte tour also reaches the durchaus möglich massive sein, San dass ich bis Juan zum Schluss and at the mithalten same kann. time regain some height. The climbs will come one after the other in the final 50 kilometers, offering no let up in the closing stretch of this marathon stage of more than 200 kilometers. So, Gisch und El Toro müssen arbeiten. Okay, I'm coming to protect you. Auf jeden Fall erstmal eine lange Etappe. Geht es jetzt erstmal wirklich darum, schon mitzukommen? Gegebenenfalls vielleicht nochmal irgendwie auf Etappensieg mit meinem Fahrrad, das wäre schon ein Ding. Vielleicht wäre es möglich. Ja, also kommen wir schon ganz schön weit. 37 Fahrer in der Gruppe. Okay. Tja, da ist ein bisschen was los. So, ja, kommen dann die ersten Bergwertungen. Toins gewinnt auf jeden Fall die erste. So, noch 100 Kilometer. Das ist wieder eine sehr lange Etappe. Bin ich gespannt, wie es dann gegen Ende aussieht, auch mit der Ausdauer. Jetzt wird es schon. Denke mal, jetzt wird es dann gleich richtig schnell und der Vorsprung schmilzt jetzt auf unter 5 Minuten. Jetzt wird es richtig schnell. Gut, jetzt müssen wir schon mal hier auf jeden Fall ein paar Leute verpflegen.
Und wir sind immer noch 5 Minuten, also dann ist es jetzt wohl doch so, dass die Ausreise den Etappensieg unter sich ausmachen. Schade. Jetzt in Kategorie 3 hoch. Okay, I'll consume a feed. So, jetzt geht's hier den Schlussanstieg hoch. Okay, I'll consume a feed. Nobody has got away on this final climb. It will have to be settled in a sprint. Können wir trotzdem noch mal angreifen hier. The red pennant for the men at the front. It will be decided in a sprint. So, Bardet gewinnt. The end of the stage is not far off. Stay awake. It will soon start to move in the peloton. Jetzt sie nehmen schon mal hoch, ich glaube, jetzt werden sie mich von hinten aufrollen. Oder? Auch nicht. Oh ne. Tja, wieder ein paar Sekunden ausgefahren. Wow. Schon ein bisschen überraschend. Hätte ich jetzt nicht für möglich gehalten. Also ja, läuft überraschend gut. Leider waren die Ausreißer dann doch ja noch weit weg vorne. Sonst wäre vielleicht echt was mit Etappensieg möglich gewesen. Ach, schade eigentlich. Aber naja. Eigentlich wollte ich ja irgendwie Abstand haben nach vorn, um dann wegzufahren für die Bergwertung. Aber so richtig abgehängt werde ich nicht. Aber gut, die ganz schweren Etappen kommen ja noch. Da gucken wir dann mal, wie es dann aussieht. Well done, lads. You rode a very good stage. Ach, da waren wir noch. Finishing in the top 10, even though the stage didn't suit us, is very satisfying. We retain the polka dot jersey. Well done, guys. 17 Sekunden. Toins, Healy, alle nah ran jetzt. Naja. Hi, guys. Let's start the briefing for this stage. The main thing to grasp today. So, noch zwei flache Etappen und dann geht's richtig los. Dann wird die Tour endlich richtig interessant. So, ja, pünktlich da ist die Form auch nicht mehr super gut. Hello, cycling fans everywhere. The sprinters' teams will surely aim to set up a mass sprint in Villeneuve-sur-Lot. If the Baroudeurs hope to take advantage of the slightly hilly final portion, their mission won't be easy.
Okay, I'm coming to protect you. So, und wieder eine Etappe über 200 Kilometer. So, naja, geht gut auf die Kondition und auf die Ausdauer der Fahrer. Aber mein Fahrer hat ja schon einen ganz guten Ausdauerwert. Da kann man jetzt nichts sagen. Sollte eigentlich alles passen. So, das erste Mal nicht dabei. Toins, also wird er hier keine Punkte holen. So, jetzt sind wir gleich bei der Sprintwertung. Dann noch Verpflegung. Ja, noch ein bisschen dauert's. So, 3 Minuten, die werden auf jeden Fall nicht durchkommen. Na gut, jetzt gegen Ende wird es mal ein bisschen welliger, das Terrain, aber ich glaube, es stellt keine großen Schwierigkeiten dar. Dachte ich zumindest, stellt vielleicht doch ein paar kleinere Probleme dar. Okay, I'll consume a feed. Tja, schafft's noch mal Ackermann zu sprinten. Only 5 kilometers left before the name of today's winner is known. Given the race profile, it is more than likely to be a sprinter who writes his name in the annals. So, 3 Kilometer. Milan, Pedersen, Pogacar.
sure that he'll be there for the sprint. The red pennant. And the sprint is on. Nee, das wird nix. Viel zu kurze Phase für den Sprint. Für meinen Fahrer, da ist nichts mit Ackermann. Also das kann ich vergessen. Ich glaube, da braucht er gar nicht mehr sprinten lassen. Da kann ich auch mit meinem Fahrer sprinten. Ich weiß es nicht. Das bringt leider nichts. A few minutes. We had no real ambitions for the classification of this stage. At least. Hi guys, let's start the briefing for this stage. Die fahren wir jetzt noch schnell und dann haben wir einen Großteil der flachen Etappen durch. Bevor es dann weiter in die Berge geht. Ja, in der nächsten Folge dann machen wir hier noch die flache Etappe durch und dann. Ja, schick mal irgendjemanden in die Ausreise. Krück Andersen vielleicht. Welcome, ladies and gentlemen. If the route globally favors a showdown between the fast men in the peloton, one cannot ignore the three short climbs that lie in the approach to the closing stretch. If the effort required to catch the day's baroudeurs is too great at that moment in the race, some sprinters may find themselves in trouble and unable to contest the final sprint. Okay. I'll follow any attacks. Das war's also. Ja, diesmal nicht so eine ganz so lange Etappe. 170 Kilometer oder 160, glaube ich, sogar nur. Aber zum Schluss auch ein bisschen wellig, könnte noch problematisch gegebenenfalls werden für ein paar Fahrer. Page und Perez, die spielen, werden keine Rolle spielen. So, jetzt sind wir schon bei der Verpflegung. Da wurde nicht mehr lange Sprintwertung. So, nächster Anstieg. So, hier haben wir nochmal die Verpflegung hier durch. Okay,
I'll consume a feed. Only 5 kilometers left for the peloton. The sprint is brewing. He's in trouble. It's not sure that he'll be there for the sprint. Less than 3 kilometers for the peloton. So, Skelmose Anfahrer. The red pennant and the sprinters are off. Ja, dann heute mal Sprint mit meinem Fahrer. Ja, und es war schon ein bisschen besser. Ich glaube, es war auf jeden Fall eine Top-10-Platzierung. Ich hätte mit ihm sogar schon noch eher den Sprint anziehen können. Ja, sah nicht so schlecht aus. Well done, lads. You rode a very Ach good doch, stage. Tatsächlich. Finishing in the top 10, even though the stage didn't suit us, is very satisfying. Ja, und weiterhin Sechster, also nichts passiert. Jetzt waren ja schon 13 Etappen jetzt gefahren. Immer noch Platz 6 in der Gesamtwertung. Sieht natürlich sehr gut aus. Sehr gut aus. Pogacar gestürzt. Das wird noch hochinteressant. Ansonsten Bergwertung schon alles enger geworden. Aber die ganz schweren Etappen kommen ja noch. Und da gucken wir mal, was er da noch machen können. Ja, dann war es das erstmal wieder mit einer Folge. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.